Eine Kiste. Merci beaucoup. Haltet sie! Bitte! Oh-oh. Hilfe! Irgendwer! Die Hände! Ohne Hände können sie nicht zaubern! Ihr wisst nichts von Magie! Tja, und schon habt ihr eine Abscheulichkeit herbeigerufen. Ihr Idioten. Kapitän Rainer. Und da haben wir Fallen. Einmal. Zweimal. Sonstige finde ich gerade nicht. Der Junge ist aber nicht da. Jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben hier mehrere Gegner. Einmal Abscheulichkeit. Skelette und Rainer. Und alle haben ordentlich viele Punkte. So, der weg, dann fehlt nur noch der Rainer. Oh, da hinten haben wir noch was. Anders, warum kannst du... Ah, verdammt, das war nicht aktiviert. Passt. Schade. Fast hätte es gereicht. Ja komm, stirb endlich, Kapitän Rainer. Geht doch. Olivias Brief an Drask. Vater, ich... Oh. Oh. Seine eigene Tochter. Ich weiß um die Opfer, die du bringen musstest, um mein Geheimnis zu wahren, aber ich bin kein Kind mehr. Ich kann dich nicht mein ganzes Leben lang belasten. Sonst zerstört mein Geheimnis am Ende uns beide. Ich muss mein eigenes Leben als Frau leben und als Magierin. Es ist seltsam befreiend, das Wort niederzuschreiben. Lebe wohl, Vater. Hoffentlich kannst du eines Tages Frieden machen zwischen dem, was dir beigebracht wurde und dem, was du gesehen hast. Alles Liebe, Olivia. Deswegen war er so sympathisch gegenüber den Magiern. Seine eigene Tochter war eine Abtrünnige. Karte zum Versteck. Ein Magier, Mensch, männlich, Danzig, Tiefstadt. Ach ja, wie traurig. Seine Tochter konnten wir nicht mehr retten. Das arme Mädchen, wer sie wohl war? Vielleicht finden wir hier etwas, das uns Auskunft darüber gibt. Habe ich doch bereits. Aber danke für den Tipp, Ernest. So, bei den Docks, war das jetzt ein anderes Lagerhaus oder... Nee, Unterstadt. War nicht hier. Beziehungsweise Dunkelstadt. Kann man auch am helllichten Tage hin? Ja, stimmt, die Dunkelstadt ist ja, ob bei Tage oder Nacht, immer gleich aufgebaut, was seltsam ist. Ah, das sind diese Knilche, die haben wir doch schon mal gefunden. Da haben wir die Überreste der, wie gesagt, Priesterin, Klerikerin, ich weiß immer noch nicht genau, was es war, gefunden. Danzig. Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen. Bin gespannt, was Herr Winter dafür bezahlt. Für mich bezahlen. Oder ich möchte nur reden. Nee, für mich bezahlen. Ich wäre ein schlechter Sklave. Ich rede zu viel. Und ich mache das. Niemand bedroht mich auf meinem Gebiet. Stopf dem Hund das Maul! Welchem Hund? Du Hund. Gute Nacht, Danzig. Endlich ein Sklavenhändler hier. Ah, wie sie sich immer in ihren verdammten Kugeln verstecken. Das ist der Wahnsinn.
Und schon wieder. Feigling, Elender. Jetzt hat aber. Ha! Er hat sich weg teleportiert, verdammt! Ich sehe ihn nicht da hinten. Nein, dann Magier, der Sklavenhändler. Das ist was anderes. Stirb. Denn wir sind fast down. Anders kann momentan nicht heilen. Dann brauchen wir doch mal einen Heiltrank. So, der Magier ist down. So, zwei und dann haben wir's, beziehungsweise einer und danach ist Danzig dran. Komm nur raus aus deinem Gefängnis. Nehmen Isabella mal wieder ins Team. Aber auch Werdedame. Wir können das gebrauchen, dass sie hier mitschnetzelt. Muss er jetzt schon wieder hin? Ah, da unten. Elendige Teleportation. Und da ist er da nieder. Hier muss uns doch einen Hinweis darauf geben, wohin er Fainreal gebracht hat. Ja, bestimmt irgendwas wird es sein. Karte der verwundeten Küste. Sieht aus, als hätten sie ihnen irgendeinen Unterschlupf an der verwundeten Küste gebracht. Ob sie wohl in der Nähe der verletzten Klippen liegt? Oder der hinkenden Hügel? Der Schädelbruchbucht vielleicht? Was ist? Finde nur ich das seltsam? Dann vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Ich glaube, durch die vielen lustigen Kommentare ist unser Charakter zu einem kleinen Witzbold mutiert. So, aber wie wir gerade herausgefunden haben, war eine gute Entscheidung, nicht schon zu den Winters und zur verwundeten Küste zu rennen. Denn dort befindet sich auch jetzt ebenfalls der gesuchte Junge. Das heißt, dort hätten wir dann nochmal hin müssen. So machen wir einmal alles zusammen. Das ist gut so. Jetzt müssen wir nur nochmal kurz in Gemlins Haus vorbei, damit die zwei Verletzten sich erholen können. Oder Merrits Hütte wäre auch okay gewesen, soweit. Und dann Anders. Evelyn, du natürlich auch. Ja, die verwundete Küste. Beziehungsweise Stopp. Geiles Bild. Extremst geiles Bild. Und ich kann ihn immer weg. Ist da jetzt unterwegs was passiert? Das ist doch nicht die verwundete Küste. Spinnen! Fühlt ihr euch fehl am Platze, Zwerg? Aber nicht dank dieser Kerle. Heutzutage bekommt man auch keine vernünftige Klinge mehr, wenn man nicht horrende Preise bezahlt. Ihr hingegen seid genau das, was ein Mann braucht. Ihr seid begeisterungsfähig und versteht euer Handwerk. Ich wurde angegriffen, ich habe reagiert. Euer Unsinn hat mich gerade in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Immer noch besser als das, was mir widerfahren ist. Hört zu, mein Name ist Javaris Tintop. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Kunari zu beschwichtigen. Diese Hornköpfe in Kirkwall haben ein spezielles Pulver. Es explodiert. Und es ist einfach nur Staub. Kein Lyrium, keine Dämonen. Jeder kann es verwenden. Ich habe davon gehört. Es ist der Grund, warum ihre Schiffe so gefürchtet sind. Sie haben es euch angeboten? Ich bezweifle, dass sie begierig sind, es zu verkaufen. Dieser Arishok sagte, ich sei nicht würdig und dass nur ihre Ausgestoßenen, die Tervishoth, so gewinnsüchtig wären. Ich dachte, gut, dann spreche ich eben mit denen. Es lief nicht so gut. Allerdings hat es mich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht ist er ja zu einem Geschäft bereit, wenn ich ihm etwas vom Hals schaffe, das ihm noch mehr Ärger macht als, nun ja, ich. Die Tervishoth. Die Tervishoth, genau. Hättet ihr Interesse an einer bezahlten Jagd?
Haben Zwerge keinen Sprengstoff? Euer Volk muss etwas derartiges doch bereits besitzen. Ja, kleine Spielereien, um Löcher zu reißen, aber nicht, um damit die Erde zu erschüttern. Außerdem bestehen sie meist aus Lirium. Und das ist teuer, giftig, wird an der Oberfläche von der Kirche kontrolliert und leuchtet außerdem so stark, dass es einen zu einem leichten Ziel macht. Probleme über Probleme also. Aber Magie kann das bereits. Was bringt so etwas, wenn wir doch über Magie verfügen, die das Gleiche bewirkt? Ihr mögt vielleicht über Magie verfügen, so stark und menschlich und was ihr sonst noch alles seid. Aber was ist mit den gewöhnlichen Leuten? Wie sollen sie Baumstümpfe von ihrem Land entfernen oder sich gegen ihre Feinde wehren? Was sollen sie tun, wenn sie ganz plötzlich ein Loch brauchen? Magie ist schwierig zu verkaufen, aber dieses Zeug kann man in Säckchen füllen. Euer Plan klingt etwas schwach. Ich würde es tun, um Geächtete zu jagen. Wenn das Geld stimmt, bin ich dabei. In Ordnung, ich übernehme das für euch. Aber es kostet euch etwas. Ich habe mir abgewöhnt, immer nur auf den Preis zu achten. Ich will, dass es richtig gemacht wird. Also, soweit ich herausfinden konnte, ist ein ganzes Lager von ihnen an der verwundeten Küste. Schlagt ihnen die Köpfe ab und trefft euch dann bei dem Kunari-Areal in Kirkwall mit mir. Wenn ihr es richtig macht, werden wir reich belohnt. Äußerst reich. Überraschend. Isabella ist dafür, Evelyn dagegen. Gut, soll mir soweit recht sein. Embryum. Eine seltene Blume, glaube ich. Gibt's hier oben noch was? Gebiet verlassen. Wie sieht's hier aus? Noch Schutt. Und die Abhandlung über das Kastenwesen. Auch wieder ein Questgegenstand. Wunderbar. So, nun können wir zur verwundeten Küste. Aber wir gehen erst noch schnell auf den Sunderhügel, um mit den Elfen zu reden, wo wir dann diese Eisenborge herbekommen. Das ist nämlich auch nochmal ein Ding, was wir gerne mit nach Hause nehmen würden. Dann können wir nämlich die Quest für Solvistis oder wie auch immer er nochmal hieß, abschließen. Oh, sie lassen uns sogar ohne Germa rein. Und der etwas darüber wissen könnte, wäre wahrscheinlich Meister Illen. Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Ich suche Eisenborke. Habt ihr reine Eisenborke auf Lager? Welche Verwendung hättet ihr für Eisenborke? Ich kenne keinen Schem, der sie nach seinen Vorstellungen formen könnte. Wie auch immer, ich habe keine mehr. Ich weiß zwar, wo sie zu finden ist, aber ihre Beschaffung ist unmöglich. Wir dürfen das fragliche Gebiet nicht mehr betreten, seit wir dort zwei unserer besten Jäger verloren haben. Weshalb das Verbot? Was ist geschehen, dass so fähige Kämpfer wie die Dalish sich weigern, das Gebiet zu betreten? Euer Respekt vor unseren Jägern überrascht mich enorm, Fremder. Dort befindet sich dunkle Brut in enormer Zahl. Würden wir versuchen, sie auszumerzen, würden wir damit das Leben unserer wenigen verbliebenen wertvollen Jäger aufs Spiel setzen. Ich zeige euch, wo das Gebiet liegt. Was ihr mit dieser Information anfangt, bleibt euch überlassen. Alles klar, dankeschön. Ist vielleicht nicht zufälligerweise hier? Nee. Gut, dann würde ich gerne die Gegend wieder verlassen. Du verflucht Liebling.